Heute zeige ich euch, wie man in wenigen Minuten mit JavaScript Screenshots von einer ganzen Seite, aber auch nur bestimmten Div-Boxen erstellen kann. Wir sehen hier zum Beispiel so eine Highscore-Box. Ich kann jetzt auf den Button drücken, in dem Moment öffnet sich ein Download-Fenster. Ich kann das Ganze abspeichern und einfach mal öffnen. In dem Moment haben wir ein Bild erzeugt von unserer Div-Box und wie einfach das geht, zeige ich euch in diesem Video. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es, wie gesagt, darum, wie man Screenshots erstellt. Und zwar von eurem Projekt, also wie ihr quasi eure Webseite abfotografieren könnt, um zum Beispiel einen Download bereitzustellen. Das ist ein Feature, was erstaunlicherweise gar nicht so selten vorkommt, vor allem wenn ihr wirkliche Anwendungen baut. Wo zum Beispiel die Nutzer am Ende eine Liste von PDF-Dateien haben wollen, mit allem, was sie in der Anwendung so gemacht haben. Oder auch wenn ihr sowas habt, wie zum Beispiel Grafiken, die ihr exportieren wollt und dem Nutzer direkt als Download bereitstellen möchtet. Dafür ist es sehr, sehr praktisch und ich zeige euch heute, wie das Ganze funktioniert, weil es ist nicht so wirklich schwer. Wir nutzen dafür natürlich JavaScript und brauchen ein bisschen was, was wir screenshotten können, also ein ganz bisschen CSS und HTML sind auch dabei. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community Join Fragen stellen, Fragen beantworten oder euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's! So, und los geht's mit unserem eigentlichen Video, und zwar als erstes mit der Erklärung meines Setups. Hier seht ihr Visual Studio Code, hier in der Seite Chrome. Alles, was ihr hier an der Seite seht, ist unten in der Videobeschreibung in meiner Standardentwicklungsumgebung erklärt. Wir haben allerdings ein paar Unterschiede und zwar haben wir hier einmal ein svg icon in unseren Assets, ansonsten haben wir hier aber nichts drin. Ansonsten nutzen wir auch später nur die Index.html, die style.scss und natürlich die main.js. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, welches Tool wir eigentlich nutzen, um Screenshots aufzunehmen. So, die Library, die wir heute benutzen werden, um Screenshots aufzunehmen, ist HTML2Canvas. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Für uns ist hier eigentlich nur dieser kleine Textpart wichtig, nämlich wie wir das Ganze installieren. Falls ihr mehr wissen wollt, könnt ihr aber auf die Dokumentationsseite gehen und hier findet ihr alle möglichen Informationen, wie man etwas macht. Prinzipiell reicht das aber schon und wir wechseln zurück in Visual Studio Code. Zurück in Visual Studio Code können wir in der Konsole jetzt einfach npm install und dann HTML2Canvas ausführen, um das Ganze in unser Projekt zu installieren. Das hat jetzt auch schon funktioniert und wir können damit loslegen, unser eigentliches Setup zu bauen. So, und zwar legen wir als erstes in unserem Setup natürlich mit HTML los und erstellen uns einen Button, weil ohne einen Button können wir natürlich nichts auslösen und unser Button bekommt deswegen auch eine ID, damit wir den später in JavaScript eindeutig identifizieren können. Wir nennen das Ganze Tag Screenshot und verweisen hier auch noch auf ein Bild. Das heißt, wir sagen, wir haben ein Image und hier in dem Image verweisen wir jetzt auf unseren Assets-Ordner und hier auf unseren Image-Ordner und hier auf mein Kamera-SVG. Das Ganze füge ich jetzt hier noch als alt ein und wir haben hier unseren Button erfolgreich hinzugefügt. Das nächste, was wir machen, ist, wir erstellen uns eine weitere Div-Box für unseren Highscore-Bereich und sagen hier, ergeben wir die Klasse Highscore. Unsere Highscore-Div-Box bekommt auch noch eine ID, ebenfalls Highscore, und wir geben dem Ganzen noch ein Datenelement mit, das machen wir über Data, minus und dann den Namen unseres Datensatzes, in diesem Fall ist das auch Name, und sagen wir geben hier zum Beispiel Unleashed mit. Das nächste, was wir hier brauchen, sind zwei Div-Boxen. Einmal eine Div-Box mit Image, das sagen wir hier einfach Image und hier drunter eine Div-Box mit Content. In der divbox content befindet sich einfach nur ein bisschen Text, also zwei P-Elemente mit jeweils einer Klasse, einmal der Klasse Username und dann der Klasse Points. Wenn wir das Ganze abspeichern, sehen wir hier die Texte, aber sonst nicht wirklich etwas. Was wir jetzt auch noch brauchen in unserer Klasse Image, wollen wir ja dieses kleine mit Medaillenbild quasi hinzufügen und das machen wir hier auch über ein Image-Element. Aber ganz wichtig, hier sage ich jetzt einfach medal. Allerdings dürfen wir nicht einfach ein Image verweisen. Also wir dürfen nicht sagen, wir verweisen jetzt in unserem Assets-Ordner auf ein Bild, sondern wir brauchen hier das Bild als sogenannten ja, Datenstring, also als Base64-String. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ich habe hier quasi einfach das Bild als Base64-Image-PNG-String hinterlegt. Das hier kann ich natürlich rauslöschen. Beziehungsweise das können wir eigentlich auch drin lassen und fügen das Ganze so hinzu. Allerdings ist hier irgendwo noch ein Fehler, dass das Ganze nicht richtig dargestellt wird. Ah, doch, ist eigentlich korrekt. Nur mein Editor zeigt es falsch an. In dem Moment sehen wir, alles wurde erfolgreich hinzugefügt und wir können das jetzt korrekt stylen. So, als erstes beginnen wir mal damit, unseren Highscore zu stylen. Dazu spreche ich die Klasse Highscore an und sage, okay, unser Highscore bekommt erstmal eine Größe von uns, eine Weite, eine Maxweite und eine Höhe. Außerdem wollen wir natürlich die Hintergrundfarbe und die Schriftfarbe anpassen. In dem Moment haben wir hier so eine viereckige blaue Box erzeugt. Sagen natürlich auch ein bisschen Border Radius. Natürlich ein bisschen Abstand, einmal einen Innenabstand von 1 REM und einen Abstand von 3 REM nach unten zu dem Button, den wir gleich auch noch gestalten werden. Und wir definieren noch eine Standardschriftgröße. Wenn wir das Ganze machen, sieht das schon ein bisschen besser aus. Wir müssen jetzt aber noch dafür sorgen, dass immer alles in einer Zeile ist, also das Bild neben unserem Text ist, das machen wir über Display Flex und Flex Direction Row. Wenn wir das Ganze jetzt so abspeichern, ist das natürlich noch nicht wirklich schön, sondern wir brauchen jetzt ja auch unser Image, das noch ein bisschen falsch hier unten ist. Um unser Image zu gestalten, spreche ich jetzt die Klasse Image an und sage als erstes, hier wollen wir mal eine Hintergrundfarbe vergeben. Wenn ich das mache, sehen wir, jetzt haben wir hier eine dunkle Hintergrundfarbe und sorgen natürlich auch mit dem Border Radius, dass das zu unserem Gesamtlayout passt. Unser Bild ist hier aber noch viel zu groß, deswegen sage ich, unser Bild wollen wir natürlich auch ansprechen und unser Bild wird 100% der Höhe, wenn ich das mache. Ist das hier auch korrekt drin? Und um sicher zu gehen, dass es nicht verzerrt wird, sage ich noch Aspect Ratio 1 zu 1. So, was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist unser Content-Bereich. Den müssen wir hier unten auch noch stylen. Einfach über die Klasse Content. Da haben wir natürlich auch einen Innenabstand von einem Pixel, äh, ein Rem. Und wir haben natürlich hier auch zwei. P-Elemente drin, die haben standardmäßig ein Margin und Padding, das wollen wir disablen, deswegen sagen wir Margin und Padding 0. Außerdem hat hier eins der beiden P-Elemente die Klasse Points und dieser Klasse Points geben wir eine andere Schriftgröße und eine andere Schriftdicke. In dem Moment haben wir unseren Highscore eigentlich korrekt gestaltet. Was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich unser Button, der sieht hier unten noch nicht wirklich gut aus. Dafür sprechen wir hier unten einfach unseren Button an. Einfach über den HTML-Tag-Button und sagen erstmal Standard, die Border ist weg. Und wir wollen natürlich standardmäßig bei jedem Button auch einen Cursor-Pointer erzeugen. Außerdem eine Hintergrundfarbe, das machen wir einfach mit Background Color und dann CI Red und verweisen noch einen Innenabstand von 1.5 Rem und einem Border Radius von einem Rem. Wenn wir das Ganze abspeichern, haben wir hier unser Element. Da wir hier drin aber ein SVG benutzen, müssen wir das Bild, also das Image, ebenfalls noch gestalten. Und zwar brauchen wir hier eine Standardweite, in dem Fall 3 Rem. Damit haben wir unseren Button gestaltet und sind jetzt auch schon am Ende unseres CSS-Bereiches und können jetzt dahin übergehen, wirklich unseren JavaScript-Part zu bauen. So angekommen in JavaScript müssen wir als erstes unser HTML-to-Canvas importieren. Außerdem haben wir zwei Elemente, die wir jetzt ansprechen wollen, nämlich einmal unseren Button und das andere Element, was wir ansprechen wollen, ist unser eigentliches Element, also diesen Highscore quasi. Beide diese Elemente wollen wir definieren über einen Document-Selector. Das erste, also unser Button, quasi über die, äh, über die ID Take Screenshot und unser Element über die ID Highscore. Wenn wir das Ganze getan haben, können wir jetzt über unseren Button einfach ein event listener vergeben. Also wir sagen Add event vom Typ Click und hier erzeugen wir uns jetzt eine Funktion. Diese Funktion öffnet uns jetzt erstmal oder ruft erstmal die Funktion HTML to Canvas auf. Und diese Funktion HTML to Canvas erwartet von uns ein Element. Dieses Element schmeißen wir da jetzt einfach rein. Das ist halt unser Element mit der Klasse Highscore und können jetzt mit diesem Element etwas arbeiten. Wenn wir hier drüber gehen, sehen wir, es gibt uns ein Promise zurück. Das bedeutet, wir können hier mit .then unser eigentliches Image abfragen und sobald wir das von der Funktion zurückbekommen haben, etwas damit machen. Was wir damit machen wollen, ist relativ einfach. Wir erzeugen uns erstmal einen Link, also ein neues Element, ein a-Element mit document.createElement a. Dieses Element braucht von uns jetzt einen Namen als Download, was heißt, wir sagen a.download und erzeugen uns hier einen Template-String zum Beispiel mit highscore.png. Wir wissen ja aber noch von gerade eben, unser Element Highscore, das wir hier oben definiert haben, hat von uns hier ein Data-Objekt bekommen. Was heißt, wir können sagen Element.DataSet.Name. Damit sprechen wir in unserem HTML-Bereich einfach hier oben dieses an und können jetzt Unleashed abfragen. Um das zu machen, sagen wir hier element.dataset.name. Hier machen wir noch einen Bindestrich dazwischen, dann haben wir auch korrekt etwas vergeben. Das nächste, was wir brauchen, jedes Linkelement braucht ein href, in diesem Fall sage ich a.href und spreche hier unser Image an. Unser Image ist natürlich ein Base64-String, deswegen sage ich bitte zu einer Data-URL. Unsere Data-URL wird einfach ein PNG, das haben wir hier oben ja auch schon definiert. Das Letzte, was wir machen müssen, einmal draufklicken bitte, also A-Klick. Wenn wir das Ganze jetzt abgespeichert haben und ich hier drauf drücke, dann öffnet sich einmal unser normaler Datei-Explorer und ich speichere das Bild an Leashed high highscore als PNG auf meinem ähm, ja, Desktop ab und kann es jetzt auch einfach mal öffnen und wir sehen jetzt wunderbar hier ein Bild. Wenn ich hier reinscrolle, sehen wir aber, wir haben einmal so hässliche weiße Ecken und wir haben auch nicht so die beste Auflösung. Das Schöne ist, ich weiß, dass unser Bild, was wir hier als ja, Medaille verwenden, deutlich größer ist. Deswegen können wir hier einfach mal sagen, wir wollen das Ganze gerne ein bisschen editieren. HTML to Canvas erlaubt es uns, hier hinter ein Komma zu setzen und dann ein Objekt. Dieses Objekt ist quasi nur ein, ja, ein Objekt von verschiedenen ähm, Optionen, in unserem Fall sagen wir Scale 5. Also wir wollen einfach ein viel größeres Bild als unser eigentliches HTML-Bild. Fotografieren. Wenn ich das jetzt nochmal abspeichere und hier überspeichere und auch das öffne, dann sehen wir, das ganze Bild ist schon mal deutlich größer. Wenn ich hier reinscrolle, ist die Auflösung besser, weil wir es einfach ja, in der fünffachen Auflösung erstellt haben. Wir haben hier oben aber immer noch diese runden Ecken bzw. weißen Ecken. Und das Schöne ist, wir können zum Beispiel sagen, wir sagen jetzt Background Color und können hier unseren Hintergrund, also die dunkle Farbe, verwenden. Genauso gut können wir aber auch sagen, okay, wir würden gerne einfach die, wenn wir einen Screenshot machen, das gesamte Element einfach in derselben Hintergrundfarbe haben. Wenn ich jetzt also ein Bild aufnehme und das abspeichere, dann sehen wir hier, okay, ich habe jetzt ein Bild ohne Ecken, komplett Volltonfarbe quasi, obwohl es hier so aussieht. Also ich habe eine ganze Reihe von Optionsmöglichkeiten. Ich kann auch eine gezielte Höhe und Weite vergeben. Ich kann auf einer Seite beispielsweise auch scrollen. Ihr könnt genauso gut als Element auch zum Beispiel den gesamten Body oder das gesamte HTML-Dokument benutzen. Also ihr könnt hier auch eine gesamte Seite screenshotten mit einem Klick. Das ist also alles, was ihr braucht, um ein Screenshot zu ermöglichen. Es ist unfassbar praktisch und hilft euch zum Beispiel bei so etwas wie das Teilen von etwas auf Social-Media-Netzwerken wie Twitter, Facebook und so weiter. Ansonsten war es das auch schon mit diesem Video. Bis nächste Woche. So, das war schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge praktische Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch unterstützen könnt. Und ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao!